So, wir waren stehen geblieben. Natürlich haben wir ein Level abbekommen, Leute. Natürlich. Also, Fischen Stufe 5 haben wir jetzt freigeschaltet. Entweder können wir aussuchen, dass wir Fischer sein wollen, dass die Fische mehr Wert haben. Oder dass wir Fallensteller wählen und für die Herstellung von Krabbenreusen werden weniger Güter benötigt. Ich hätte halt einfach gesagt, die Reusen, weil ich bin jetzt nicht so, bin jetzt nicht so ein Fischer, bin ich ehrlich. Das ist mir eigentlich relativ lax. So. Ich will jetzt tatsächlich hier mal alles. Boah, ich muss gleich wieder ultra hart alles sortieren. Eintun. Jetzt habe ich die halt einen Tag mal nicht gestreichelt. Das war vielleicht ein bisschen doof. Aber das arbeiten wir wieder auf. So, let's go. Gehen wir einmal zum Schmied. Wir gehen ja auch zum Schmied. Wir gehen da ja vorbei. Moment. Die Mystery-Boxen, die man bekommt, die können vom Schmied aufgemacht werden. Das finde ich sehr, sehr nice. Deswegen nehme ich die auch mal instant mit. Das sind gleich drei Mystery-Boxen, Leute. Das ist krass. Und wir können die auch einfach so in der Welt hier finden, die Mystery-Boxen. Da möchte irgendjemand was haben. Hallo Sam. Oh, ich wollte nicht darauf klicken. 1200. Was will er haben? Die als Staubgeist bekannten Monster beginnen das elementare Gleichgewicht in Schwanken. Ich wünsche, dass ein Abenteurer in die Mine geht und 20 von diesen Unmenschen erledigt. Auftrag annehmen. Ich bin sehr gespannt, was Sandmenschen sind. Ja. Ich bin wirklich sehr gespannt. Vielleicht kenne ich die schon, aber vielleicht bin ich noch gar nicht tief genug in der Mine. Achso, apropos, ich habe tatsächlich ein bisschen vorgearbeitet. Ich bin jetzt schon Ebene 45 in der Mine. Habe 2 Tage lang stumpfes Abarbeiten gemacht in der Mine. Das war absolut nicht spannend. Ihr habt absolut nichts verpasst. So. Zwei Bilder. Das ist ja hübsch. Okay, oh Gott, das ist ja ganz schön groß. Schauen wir mal bei dem Guten. Da. Da ist, glaube ich, auch eine Mystery Box, wenn mich nicht alles täuscht. Geode aufbrechen. Naja. Ist jetzt keine richtige Geode, aber. Oh, das können wir auch. Hummerbiskui. Das ist Saat. Lol. Ein Baguette. Oh, und einen Ring. Ja, sehr geil. Hallo. Gibt ein kleines, konstantes Licht ab. Emittiert ein konstantes Licht und vergrößert auch deinen Radius zum Sammeln von Gegenständen. Ja, läuft doch. Können wir beide einfach also, ne? Ummachen. Nice. Wie geil ist das denn bitte? Okay. Dann würde ich sagen, wir schenken ihm mal ein Rezept. Ich glaube, Alex wird unser Mann. Alex ist unser Mann. Der macht zwar ziemlich viel Sport und der hat nachher auch so ein Sportzimmer bei uns, aber ich glaube, dass er relativ cool ist. Oh, ich wollte nochmal zum Bürgermeister wegen der Dings. Hallöle. Oh. Wir kriegen einen Baum. Orangensetzling.
Okay. Wann wächst denn der? Wächst nur, wenn die 8 umliegenden Felder leer sind. Orangenbaum trägt im Sommer Früchte. Ja, der Sommer ist fast vorbei. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Aber wir pflanzen den trotzdem. Ich glaube nicht, dass der eingeht. Zumindest hoffe ich das. Das wäre jetzt blöd. Wenn der wirklich eingehen sollte. Das wäre not funny. Okidoki. Was machen wir? Was machen wir? Genau, Plan ist es ja, die Ställe zu bauen, zu vergrößern und so weiter und so fort. Ich glaube, ich muss jetzt heute noch mal ein bisschen Holz sammeln. Ein bisschen was wegmachen hier an Holzsachen. Und ich würde ganz gerne meinen ersten Baum pflanzen. Und ich würde ihn eigentlich ganz gerne hier pflanzen, hier vorne. Aber hier ist nicht genug Platz. That's the point. Ich kann den hier pflanzen? Bei Bäumen muss man halt immer gucken, dass man da halt auch wirklich confirm mitgeht, ne? Ich pflanze den hier. Gut, dass ich den hier trotzdem da drauf platzieren kann. Das ist sehr gut. Hallo. Ein paar Früchte, die wir hier auch wieder einsammeln können von den Fledermausis. Sehr gut. Kann ich da nämlich direkt auch wieder weiter was machen? Genau, die sind hier zwar noch am Machen, aber die kann ich ja aufbefahren. So. Saat. Boah, und jetzt muss ich einmal schauen. Ich habe auch was hier zum an die Wand hängen. Ich weiß absolut nicht, wohin. Das ist ja grausig. Ich würde. Oh, Alter, holy shit. Warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich den Teppich nicht verrücken? Anscheinend nicht. Na, okay. Hab ich den jetzt im Inventar? Ja. So. Ja, dann ist das halt so. Mein Gott. Gibt Schlimmeres. Ja, das ist doch schon mal was Cooles, oder? Wir müssen halt dringend. Ich finde diese Wimpel total blöd. Ich finde die Wimpel total blöd. Ich möchte die abnehmen. Ich möchte die wegtun. Ich möchte die verkaufen. Kann ich die verkaufen? Ich kann sie nicht verkaufen. Zum Mäusemelken. Okay. Ja, die Bilder, die müssen dann auch erstmal warten. Das Holz und den Harz und die Saat, die nehme ich mal weg. So Sachen, die ich auf gar keinen Fall verkaufen möchte, tue ich jetzt nämlich einfach mal genau da rein, in die andere Kiste. Wo ich mir auf jeden Fall sicher bin, dass ich die nicht verkaufe. Und zwar hier so Dekoobjekte, Waffen oder auch Fische und Dekoobjekte und sowas alles. Halt, die ich halt behalten will, na, logisch. So. Sehr schön. Und alles andere kommt dann nämlich in die grüne Box. Ja, und jetzt sammle ich nämlich noch ein bisschen Holz. Und dann, weil ich brauche bestimmt so 400 Holz oder so, dafür, dass die uns den Kuhstall und den Hühnerstall vergrößert. Safe.
So, einfach mal hier unten so ein bisschen rangehen. Boah, das Gras hier unten möchte ich ganz gerne wegnehmen, um ein bisschen mehr Platz zu haben. Ja, vielleicht möchte ich hier tatsächlich irgendwas anbauen oder so. Wer weiß. Und das blaue Gras soll sich ja mehr ausbreiten, ne, als das grüne. Ihr wisst wieso. So. Sehr schön. Ich hoffe, dass wir bald wieder einen grünen Regen bekommen. Nicht nur wegen des Mooses, sondern Mehrzahl von Moos. Moses. Nee, Mehrzahl von Moos ist Moos, oder nicht? Das Moos ist Einzahl, aber auch das Moos ist Mehrzahl, oder nicht? Boah, komplett Verwirrung, Deutsch. Bin in Deutsch gar nicht kacke, wirklich nicht. Aber manche Sachen, die killen mich echt. Hoppala. Direkt instant zu viel abrasiert. So. Aber sehr schön, wenn ich hier überall noch Bäume pflanzen kann, bin ich ja richtig happy. Bin ich ehrlich. So. Gut. Haben wir das hier auch schon mal geklärt? Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt schlafen und schauen uns mal instant an, wie viel wir an Cash gemacht haben, Freunde. Oh, was jetzt? Was ist denn jetzt los? Hallo? Ich will die einsammeln alle. Oh mein Gott. Wow. What? Heißt das heute? Heißt das heute an dem Tag können die Kisten gefunden werden? Ist das richtig? Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Ohne Moos nichts los, ne? Der Hecht ist auf jeden Fall doll. Auf jeden Fall. Ja. Boah, mich würde so doll interessieren, was diese Seegurke kostet. Was die macht. Also, ne? Die gute. Aber die werde ich definitiv nicht verkaufen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Welcome, welcome. Ach ja, schön. Die letzten Ernten hier, bevor der Herbst kommt. Manche Früchte bleiben ja tatsächlich, ne? So wie Mais und so. Während andere hingegen nachher verfault da liegen. Sommerkürbis eingelegt. Hat aber auch keinen Stern, also verstehe ich nicht. Hat absolut keinen Stern. Oh, die Pflaume hätte ich jetzt vielleicht nicht mitnehmen müssen. Ja, Katzi, ich höre dich. Jetzt habe ich meine Katze gegossen. Super. die Bäume. Die wachsen hier unkontrolliert. Das gefällt mir nicht. Und die Hühnchen? Hallo. Ich glaube, heute wird es an der Zeit, endlich einen Zaun wieder drum zu machen. Damit meine Hühner da bleiben, wo sie hingehören. Ich glaube, ich werde mich erstmal dazu entscheiden, einen Steinzaun zu nehmen.
Ich glaube, damit da komme ich besser mit hin als mit Hartholz. Obwohl ich sagen muss, Hartholz, ich weiß gar nicht, ob ich Hartholz produzieren kann, so per se. Beispielsweise das hier kann ich noch nicht wegmachen. Aber halt so abgedingste Baumstämme, die kann ich wegmachen. Muss ich mal gucken, ob ich hier jetzt gerade noch so welche habe. Ah, da, guck mal, wenn man vom Teufel spricht. Sehr gut. Oh ja, hier sind noch ein paar. Wie viel Hartholz habe ich? 6. Okay. Ich habe, nämlich bin ich der Meinung, gar nicht mehr so viele. So viele im Inventar vorrätig, also im Lager, in meinen Kisten. Ja. Bringt nix. Bringt absolut nix. Aber Mahagoni, das bringt was. Ihr dürft abstimmen. Ob's Hund, Katze wird als nächstes. Da wir mehr Haustiere haben können, ich hoffe 3. Weil ich hätte ganz gerne noch einen Hundi hier im Spiel. Und später halt die Schildkröte. Das ist mir irgendwie total wichtig. Weil Herbie. Ich möchte Herbie in irgendeiner Art und Weise mit ins Game bringen. Ich das schon mal im Vorhinein und kann jetzt drauf sparen. Ich kann mir nämlich immer nicht merken, was ich dafür brauche. Okay, wow, sie hat heute zu. Gut. Eine Pizza, falls Dingsbums das hier schon anbietet. Spaghetti, Pizza. Let's go. Er liebt nämlich Pizza. Ja, wow, woher wusstest du, dass ich das mag? Tja. Sei mal ein bisschen netter zu mir. Kann ja wohl nicht sein. Was ist jetzt los? Ew, getrockneter Seestern. Können ja hier sonst noch mal die Angel auswerfen gleich. Oh, hallo, ein Heilbutt. Alter Seemann. Wir haben jetzt schon insgesamt 24 verschiedene Fischarten gefangen. Ich guck gleich mal in mein Buch, wie viele noch fehlen. So. Ich komme auch immer noch nicht darauf klar, dass wir letztens so ein Monster hier rumschwimmen hatten, so ein grünes. Ganz weird. Schade, dass wir keine Mystery Box gefunden haben. Was war das denn? War hier ein Hase? Zu Robin und gucken mal, was wir da so Schönes gebastelt bekommen. Boah, Sammelstufe 6, das ist sehr gut. Oh. Eine Sequenz. Bodenproben testen. Mhm. Sehr cool. Ja, bin gleich wieder da. Okay. Danke, dass du uns hilfst. Sehr, sehr gerne. Da nicht für. No, süß. Ich hoffe, dass nichts ihrer Strahlen in Zukunft in die Quere kommen wird, wenn du verstehst. Nur so als kleiner Gedenkanstoß. Oh, das sind so typische Sprüche, wenn man sich mit anderen Leuten anfreundet, die Eltern einen noch nicht kennen. Dass man erstmal so einen Seitenhieb kriegt. Ja, war alles super. Sehr cool. Jetzt zeigt sie mir, wie man die Ausrüstung benutzt. Sehr cool. Ja, natürlich ist auch ein bisschen Ziel,
uns mit den Leuten hier anzufreunden, das ist ja ganz klar. Oh süß, jetzt ist sie da oben und tüftelt da rum. Ja, cool. Hofgebäude errichten. 150 Stein. Okay, was kostet das, wenn ich den upgrade? Auch 150 Stein. Ja, aber könnten wir uns beide Sachen könnten wir uns leisten. Au, geht weg, geht weg. Kusch. Oh, die wollten sich gerade paaren, glaube ich. Die Dinger hier. Ich werde voll massakriert gerade. Ich glaube, ich sterbe. Ich muss laufen. Ich muss laufen, Leute. Es tut mir leid. Ich möchte noch einmal schnell auf Ebene 50. Oh mein Gott. Fast gestorben. Was war das denn? Holy shit. Ich sag ja, Dungeon ist hier Programm. Also wirklich. Das ist der reinste Horror unten. Oh, Tundrastiefel. Und da, das sind diese Geister, right? Das sind diese Geister. Boah, Alter, ho. Hä? Was zum Teufel? Komm schon. Nicht sterben. 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 Nein! Och, was ist denn das? Oh. Und der hat Gold gedroppt. Ach du Scheiße. Das Problem ist, wenn man irgendwie stirbt oder so, dann wird einem Sachen geklaut. Ach Mann. Der Linus, der findet uns dann immer und der klaut uns Sachen. So ein kleiner. Hat uns echt, also weiß ich nicht. So ein kleiner Doofkopf. Ja, siehste, und drei Gegenstände. Oh, eine Mystery Box hat er uns geklaut. Jetzt so ein Arsch. Dann gehen wir jetzt schlafen und speichern. Warte mal, wie sieht das Wetter morgen aus? Wetterbericht. Oh, Soßen, hier. Ach, das Rezept kannte ich schon. Omelette. Ja, okay. Wetterbericht. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Okay. Sehr schön. Wurzelplatte, Kampfstufe 3. Oh Gott. Naja, wenigstens haben wir das, was er uns abgezogen hat, wieder drinne. Außer unseren Holzknüppel. Mann. Ja, irgendwas geht immer schief, ne?